an. Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. Coco la Chocola, hallihallo. In venturing north. Ich fange das Spiel gerade zum allerersten Mal an. Pilgrims discover the truth of the old words. Bitte keine Spoiler. Moment, ich gehe nach Norden. Also ich habe Dark Souls 1 durchgespielt. Deswegen wollte ich den dritten anfangen. Fürsten ohne Thron. Lords of Cinder? Moment, die Lords of Cinder sind ohne Thron jetzt? Aber ich dachte, dass das Zeitalter des Feuers ist sowieso vorbei bei Dark Souls. Auch wenn ich entscheiden konnte, aber ich glaube, die ist... When the link of fire is threatened, the bell tolls. Unearthing the old lords of Cinder from their graves. Mir geht's noch ganz gut. Die alten Lords of Cinder? Saint of the Deep. Moment, hier kommen alte Lords of Cinder zurück. Ich dachte, das ist so ein Dreislauf, dass es immer nur einen gibt. Oh, what? Das sah ganz schön eklig aus. Farron's undead legion, the abyss watches. Ja, mir geht's noch gut. Der Dark Souls ist ja so ein Leidensspiel. Du leidest ja vor dich hin, während du durch das Spiel durchspielst. Deswegen geht's mir noch gut. And the reclusive lord of the profaned capital. What? Der ist aber jetzt nicht so klein. Jungs, können wir drüber reden. Also ich weiß inzwischen, dass das die Bosse sind, die man irgendwann killen muss. Du kennst Dark Souls nicht, ein Sauspiel oder das Action-Rollspiel. Man muss halt viel lernen. Das ist anders. Dark Souls ist anders als viele andere Action-Rollspiele. Only in truth? The lords will abandon their thrones. Und es ist alles super kryptisch. Wie hast du denn zu mir gefunden, wenn du Dark Souls nicht kennst? Das würde mich ja interessieren. Und die Unentfachten werden sich erheben. Also die nichts mit den Lords zu tun haben. Machen einen Aufstand? Machen die Menschen oder die Untoten einen Aufstand? Unfit even to be Cinder. And so it is that Ash seeketh embers. Ash seeks of Ember. Holy shit, ist das kryptisch. Aber sau laut. Also, dass man die Lautstärke hier nicht einstellen kann, ist ein bisschen kacke dafür wieder. Oder wir nehmen Bettler und machen dann draus, was wir wollen. Dann können wir uns immer noch entscheiden. Dann ist, glaube ich, nur das Early Game relativ anstrengend, wenn man keine ordentliche Rüstung hat. Ich fange einfach mit dem Bettler an. Let's go. Nehmen folgenden Edelstein mit und würde sagen, eine Aufstellung abschließen. Let's go. Irgendwie Lords of Cinder ziehen durch die Lande. So wie ich es verstanden habe. Europerl, hallihallo, herzlich willkommen. Bin ich bei dir auch auf der Stadtseite gewesen. Uhuhuhu. Wir wurden wohl begraben, so wie ich es verstanden habe. Begraben als jemand, der nicht mal als Zunder taugt. So war, glaube ich, die Geschichte, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist alles wie sonst. Mit B ist jetzt aus. War B schon immer ausweichen? Ja, ne? B war sprinten. Ja, B war schon immer ausweichen. Hier ist ein kurzes Tutorial. Kamerasteuerung, okay. Zielfixierung ein aus. Oh, yo. Okay, ich bin ein bisschen an die Animations gewöhnt. Die sind hier anders. Schritt zurück. Oh, Rolle zurück. Oh, hier gibt es noch eine Ecke. So, was wir hier noch beibringen.
Ein kritischer Treffer wird hier beigebracht. Damn! Okay. Bin noch relativ laut eingestellt, ehrlich gesagt. Einfach schnell zuschlagen, das geht auch. Easy. Okay, was ist hier noch Beibringerei? Waffe beidhändig führen, LT rechte Hand Waffenkunst, wenn beidhändig geführt. LT rechte Hand Waffenkunst, wenn beidhändig geführt. Ausrüstung. Kann ich hier nicht. Okay, dann muss ich doch ins Inventar gucken. Oder hier Beschreibungstexte haben. Gegenstandinfoanzeige. Ein schlichter Holzköpfer für wilde Sprungangriffe. Diese krude, klingenlose Schlagwaffe eignen sich gut gegen die meisten Gegner und kann die Schildabwehr durchschlagen. Fertigkeit Kriegsschrei. Ein Mut im Kriegsschrei, der kurzzeitig die Angriffskraft erhöht und einen besonderen schweren Folgeangriff ermöglicht. Aha. Hier hat also jede Waffe dann noch eine Fähigkeit. Kehre oben. Okay, da unten sind wieder die Jägner. Wo kommst du hier angewackelt? Oh Gott, da war es zu kurz. Das machen wir nochmal. Moment, Leichnam plündern. Schwindende Seele. Das war ja nicht so erfolgreich. Ich will aber noch was gucken. Wenn ich das hier aktiviere, kann ich dann auch einfach wieder zurückgehen? Ja. Okay. Okay, ich habe dafür keinen Damage gekriegt. Durch den Konter. Sprinten beim Sprinten. Moment mal. LT beim Sprinten springen. Ah. Der ist jetzt anders gelegt. Aha. Oh Gott. Ja, also. Ich gehe dann nochmal auffüllen, wa? Das habe ich ja richtig hart verkackt, den Kampf. Ich bin mir noch nicht so richtig. Es ist alles deutlich schneller als bei Dark Souls 1. Sehr, sehr viel schneller. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen mehr HP. Wir werden wahrscheinlich richtig hart gleich sterben. Haben wir jetzt schon keine Lust drauf. Das ist doch voll die Boss-Arena hier. Ist ja auch sonst nichts. Ich muss ja zu ihm laufen. Guten Tag. Überfallen Sie mich jetzt direkt. Schwert entfernen. Ha. Wahrscheinlich muss ich das, sonst komme ich nicht hinten raus, wa? Ha. Hier darf ich nichts machen, okay. Ich werde das Schwert entfernen müssen, aber ich will eigentlich nicht. Da muss ich mich direkt vor ihm stehen. Das zackt doch. Hier ist nichts mehr sonst. Kann ich hier wieder raushüpfen? Wäre das nicht okay für euch? Ah, das ist übrigens einer von den Lords of Cinder schon. Sehe ich ja gerade hier, der Riesensarkophag oder... Nee. Müsste dann einer von den wieder auferstandenen Lords of Cinder sein. Stimmt, das ist dieses komische, unförmige Etwas vom Anfang, ne? Dass sich einfach nur eine Rüstung geklaut hat. Ach. Aber wer hat das Schwert dann da reingesteckt? Du hast ja schon mal viel Reichweite. Oh Gott, du hast wirklich viel Reichweite. Und ich kann nicht so schnell dodgen wie im ersten Teil. Klar, voll um die Ecke. Dahin sticht er. Natürlich sticht er hinter, neben sich. Ach Gott. Und parieren will ich den eigentlich nicht. Weil ich habe relativ viel Ausdauer für den aktuellen Stand. Oh, boah.
Oh. Ja, schade. 460 Seelen. Ich werde selber anfangen, die sind nichts wert, aber. Mir fällt gerade so ein, wir können mal einen Death Counter anmachen. Das ist so fies, wohin der haut. Oh Gott, und er gibt mir noch mal eine. Der hat übel viel um die Ecke Hauangriffe. Ich finde den Sprung eigentlich sehr angenehm von dir. Was würde denn das, wenn es fertig ist? Welche? Jo, eine zweite Phase. Tja. Natürlich. Da war mal Half-Life eine Runde. Vielleicht war die Klasse kein guter Anfang. Der holt so lange aus, man muss so spät aufstehen. Alter. Ja, danke. Sehr schön. Direkt in die Fresse, nein. Oh Mann. Die Bewegungsabläufe sind für mich einfach noch komplett ungewohnt im Spiel hier. Springst du wieder? Das wäre cool. Dein Sprung ist dann mit Abstand am wenigsten problematischer Attack. Oh, das war gierig. Der dritte war gierig. Oh Gott. Huch, der macht immer nach hinten dann, kann es sein? Ah, shit, zu früh. Zu früh. Oh Gott. Oh Gott. Aua. Yo! Oh. Au. 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 Reichweite halbe Arena. Mhm. So mit so meinen Brandbomben. Alter. Wahrscheinlich muss man trotzdem an ihn ran, auch wenn er so komisch aussieht. Jetzt will ich zu langsam ausweichen. What? Nochmal an die Seite. Nicht gierig werden, Ben! Aua! Aua! Diese Attacke geht immer so komplett an mir vorbei. Ich krieg's nicht ausgewichen. Das Ausweichen dauert so viel länger. Ich konnte den zweiten nicht mehr ausweichen. What?
Sehr gut. Den auch nochmal gefressen. Also jetzt mal den Angriff machen, bitte. Please do something. Doch nicht den Sprungangriff hinten dran. Dieser Schlag nervt hart. Der Ansatzlose. Jawohl! Ja! Ja! Dranbleiben hilft. Ey! Ich habe ein Schwert bekommen. Glut wiederhergestellt. Was ist das denn? Hier ist menschlich? Nur 6 Versuche!